Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Heute stelle ich euch mein selbstentwickeltes solarbetriebenes Lastenrad vor. Hier auf der Basis eines Larry vs. Harry Bullet Lastenrad, was man auch standardmäßig kaufen kann, habe ich meine ganz eigene Automatik entwickelt und Solarsystem angebaut, um eben meinen E-Bike-Motor so zu versorgen. Wir fangen heute damit an, das ganze Rad einmal komplett durchzugehen, was ich verbaut habe, welche Solarpanel, welcher Controller, welche Narbe, alles gehen wir heute einmal durch und ich würde sagen, wir fangen von hinten an. Als Hinterradnarbe habe ich einen Roloff Speed Hub 14 Gang verbaut. Der macht einen super Job und mit den 14 Gängen komme ich auch überall hoch. Außerdem kann ich im Stand eben schalten, wenn ich an der Ampel stehe und die Ampel rot ist. Bam, kleiner Gang, weiter anfahren. Darauf verbaut ist eine 160 mm Bremsscheibe mit Magura MT5s vorne und hinten. Die machen einen super Job. Ich bin ja über die Alpen gefahren und da waren ja teilweise mehr als 4000 Höhenmeter pro Tag zu überwinden und die gingen natürlich auch wieder bergab. Dabei haben die einen super Job gemacht, sind nicht einmal richtig überhitzt, dass man gar keinen Bremspunkt mehr hatte. Natürlich, man hat es gemerkt, dass sie sich abgerieben haben und ich musste auch relativ häufig wechseln, aber hat alles super funktioniert und mit der Roloff in Kombination mit dem Magura MT5 bin ich super zufrieden. Weiter geht's mit dem Motor, dem einen Teil des Herzstücks. Und zwar habe ich hier einen Barfang BBS02 verbaut mit 750 Watt. Mein ganzes System läuft auf 48 Volt. Dadurch habe ich auch ein paar andere Komplikationen, die ich lösen musste in Bezug auf Photovoltaik. Aber der Barfang, 48 Volt, 750 Watt, sehr viel Power, mehr als man eigentlich braucht. Aber er ist natürlich dadurch auch ein bisschen wartungsarmer. Und am Barfang habe ich vorne einen 36 Zähne Kettenblatt montiert. Das habe ich extra für die alten gewählt, hier jetzt im Flachen wieder in Deutschland. Nehme ich wieder einen 42 Zähne Kettenblatt, aber für die alten war es perfekt. Und dadurch konnte ich eine hohe Frequenz fahren, was auch besser für die Effizienz des Motors ist und um Überhitzen eben vorzubeugen. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, abonniert gerne meinen Kanal, denn hier geht es um Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung, wie beispielsweise hier an meinem solarbetriebenen Fahrrad. Jetzt aber viel Spaß weiter im Video. Weiter machen wir mit dem Cockpit. Hier ist das Display vom Barfang montiert und die Bedieneinheit hier plus und minus von dem Mode. Ganz normales Starten. Licht habe ich auch an den Barfang direkt gekoppelt, so spare ich mir einen anderen 12-Volt-Konverter. Ich habe zwar einen, aber der ist für Elektronik zum Laden, Handy, Tablet, alles Mögliche. Dadurch kann ich hier, wenn ich Lichttaste drücke, vorne meine Supernova und hinten meine Supernova ansteuern und eben starten. Die Lichter sind extrem stark, 25 Lumen hat das Rücklicht und man kann mich eigentlich nicht übersehen. Weiter machen wir hier die Special Bedieneinheit für meinen Sun-Tracker. Auf den kommen wir gleich noch, aber ich habe hier letzten Endes vier Tasten, davon sind nur drei belegt. Die Automatik zum automatischen Ausrichten nach GPS. Dazu habe ich ein ganzes Video gemacht zu meinem Sun-Tracker. Wer das noch nicht gesehen hat, ist oben verlinkt. Könnt ihr euch anschauen. Sehr interessant und da gehe ich auf die Details ein, wie mein Sun-Tracker funktioniert. Aber basically, ich habe hier links und rechts auch noch manuelles Drehen. Und wenn ich beide gedrückt habe, geht er in die horizontale Position und so kann ich zum Beispiel über Schlaglöcher oder bei sehr viel Wind ganz entspannt fahren. Dann Luftpumpe habe ich natürlich auch immer dabei, sowohl für Autoventil, aber auch für französische Ventil. Funktioniert, macht seinen Job. Hier ganz, ganz cool beim Larry vs. Harry Bullet, ich habe zwei Taschen, links und rechts. Da hatte ich es auf Suntrip mal so gemacht, dass ich hier mein Werkzeug reingepackt habe und auf der anderen Seite Ersatzschläuche und Ersatzteile. Da kann ich direkt dran, hier Multitool, zack, zack, okay, Bremsscheiben nachziehen, zack. Ganz einfach und super praktisch, weil jetzt kommen wir nämlich zu meinem Hauptstauraum, wo ich mein ganzes Camping-Equipment, Zelt, Isomatte, Schlafsack und natürlich Klamotten untergebracht habe. Dafür drehen wir das Panel einmal, tada, und wir machen hier den Stauraum auf. Zack, zack, hier ist jede Menge Platz. Wie ihr aber auch schon seht, hier ist ganz viel Elektronik drin, denn da ist auch die ganze Verkabelung, alle Technik, Solar, aber auch Akkus. Ich habe insgesamt 2 Kilowattstunden Akku. Die sind jeweils in zwei 1 Kilowattstunden Packs zusammengepackt.
kann ich euch jetzt hier mal aufmachen, in feuerfesten Taschen natürlich, zur Sicherheit. Und sind jeweils mit 20 Ampere Sicherungen abgesichert, damit auch da, falls da irgendwelche Kurzschlüsse zustande kommen sollten, wenn irgendwelche Kabel falsch verkabelt werden, nichts passiert und wir absolut sicher sind. War aber auch eine Voraussetzung von Suntrip, dass alles abgesichert ist. Überall mussten Sicherungen hin und das habe ich natürlich gemacht. Und in den feuerfesten Taschen ist es super verstaut und ja, komplett sicher. Die ganzen Akkus liegen auf Styropor, auf einer Styroporplatte, weil ich habe die Akkus selber gebaut und da kein Hardcase genommen, um eben Gewicht zu sparen. Deshalb hier Styropor, um eben Schlaglöcher und alles Mögliche zu dämpfen. Hier war mein Schlafsack und meine Isomatte drin, darüber Klamotten und mein Zelt habe ich hier oben montiert gehabt. Da, ihr fragt euch jetzt, was ist das Ganze mit den ganzen Kabeln? Da ist einiges dran, denn zum einen ist hier mein Sun-Tracker, das heißt, da ist ein Arduino drin, ein GPS-Modul und eben, ja, da ist die ganze Technik drin, den kann ich hier an- und ausschalten, bam, bam. Und hier, das Herzstück ist dieses hier, ein Step-Up-Converter mit Superkondensatoren. Das ist eine Lösung, die ich mir selbst entwickelt habe, wie man aus einem Victron MPPT-Laderegler, der eigentlich ein Step-Down-Laderegler ist, einen Step-Up-Laderegler macht. Dazu kommt aber bald auch noch ein detailliertes Video, wie das funktioniert. Aber hier eben Step-Up-Laderegler, Superkondensatoren und da oben der gute Victron 120er. Das heißt, dass ich bei Batterie-Output vom Victron-Laderegler bei ca. 30 Volt eine Maximalleistung von PV einspeisen kann von ca. 600 Watt. Und da passt mein 310 Watt Panel von Sunman perfekt. Darauf gehen wir jetzt mal ein. Und zwar ist das Ganze ein flexibles Panel. Das hat eine ganz bestimmte Beschichtung. Wenn man da drüber langt, merkt man das. Es ist leicht rau, denn es ist eine Pyramidenoberfläche. Dadurch wird angeblich ca. 5-10% der Leistung beziehungsweise Sonneneinstrahlung erneut auf das Panel reflektiert und damit sind diese 310 Watt überhaupt erst möglich. Ob das wirklich funktioniert, finden wir in einem der nächsten Videos heraus. Habe ich was ganz Besonderes vor, um das eben zu testen, ob das funktioniert. Aber auf meiner Tour hat es super funktioniert und mein Panel hat auch tatsächlich seine Herstellerangaben erreicht. Jetzt aber, wie dreht sich das Solarpanel und wie ist es überhaupt hier gelagert? Das Solarpanel ist erstmal auf einem 2x2 cm Aluprofilrahmen verschraubt bzw. verklebt. Ich habe hier an vier Schrauben es verschraubt bei so Querstreben, aber ansonsten ist es verklebt mit doppelseitigem Klebeband. Gelagert ist es mit 3D gedruckten bzw. PLA sogar gedruckten. Da haben ja viele befürchtet, dass es irgendwie sich verzieht, dadurch, dass es PLA ist und durch Hitze sich verändert. Hatte ich jetzt bis jetzt keine Probleme und das Panel war auch mal richtig heiß. Das heißt, das 3D gedruckte schwarze Teil ist auch heiß geworden, aber alles super. Ist auf einer 2,4 cm dicken Alu-Stange gelagert an drei Stellen. Und hier ist ein Linearmotor. Den habt ihr im Sun-Tracker-Video schon gesehen. Der dreht eben das Solarpanel. Ich kann es euch mal zeigen. Und fährt sich eben ein. Dafür habe ich zwei Lagerungen, einmal hier oben und einmal da unten. Und daran wird es gelagert. Damit sich die Stange eben nicht nach vorne abflext, habe ich hier noch einen Mount dran gemacht. Das ist hier eine 5 mm dicke Siebdruckplatte. An die habe ich auf beiden Seiten Stahlwinkel dran gemacht. Und von dort aus gehen einmal 1 cm dicke Alurohre nach vorne und werden hier an einen extra Mount nochmal dran gemacht. So wird das Flexen nach vorne verhindert eben. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr natürlich, es flext ein bisschen, aber es ist deutlich besser, als wenn es freischwingend wäre. Aluminium mag es gar nicht, wenn es freischwingt und um zu verhindern, dass es eben Risse bildet, habe ich hier eben diese Abstützung und es funktioniert auch super. Vorne hier noch mein Licht mit einer 3D gedruckten Halterung, auch super. Und was ich euch unbedingt empfehlen kann, sind eben hier diese Klettbänder statt normalen Kabelbindern, denn bei so einem solarbetriebenen Fahrrad geht auch mal was kaputt und da muss man dann auch mal Kabel wieder abmachen. Genauso wie im Innenraum, da habe ich das genauso gemacht. Keine Kabelbinder, weil es könnte ja mal sein, dass man die Kabel aufmachen muss. Hier einfach zack, zack, kann man aufmachen, um irgendwas zu verlängern, irgendwas umzulöten und
Man muss nichts abmachen, genauso wie hier. Auch hier, wo die PV-Kabel an meine Halterung hier gehen. Denn die Alustange ist hier mit einer auch 3D-gedruckten, ABS-gedruckten Halterung am Steuersatz befestigt. Das Ganze habe ich noch mit Epoxy überzogen und ein bisschen GFK. Leider ist mir hier kurz vorm Gardasee das eine 3D-gedruckte Konterteil gebrochen bzw. hat einen Riss bekommen. Dem Ganzen konnte ich aber sehr erfolgreich entgegenwirken mit hier so einem Winkel. Ist dafür nicht gemacht, aber ich habe es dran gelassen, weil so ist es. Sachen gehen kaputt und man muss Lösungen finden. Funktioniert super. Und was natürlich wichtig ist bei so einem Rad, es muss auch irgendwie abgesichert sein, wenn man mal einkaufen geht in den Supermarkt oder so. Deshalb, zack, Schloss, immer dabei. Ja, ist eigentlich ein Must-have, wenn man so ein teures Rad hat und auch mal irgendwas machen will. Deshalb immer schön abschließen. Ich habe jetzt fast das ganze Fahrrad einmal erklärt, aber das ganze Projekt ist natürlich nicht ohne einen Sponsor möglich. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Mobivelo vom Unterstützen von meinem Projekt und von Suntrip. Denn nur so ist es überhaupt möglich und ja, mein Fahrrad hat es ohne einen einzigen Platten über 2900 Kilometer über die Alpen geschafft. Und es ist absolut nicht selbstverständlich, deshalb vielen Dank an Mobivelo fürs Unterstützen. Mobivelo ist euer Ansprechpartner, wenn es um Fahrradreparatur, Fahrradservice geht in und um Würzburg, denn er hat eine mobile Werkstatt mit einem Lastenrad und kann jederzeit zu euch kommen und freut sich, wenn er euer Rad servicen kann und euch helfen kann. Falls ihr noch nicht von Suntrip gehört habt, Suntrip ist eine Solarfahrradrallye, organisiert von einem französischen Radler namens Florian. Und ja, ich bin super stolz, da Teil gewesen zu sein und sogar nicht nur einfach teilgenommen, sondern auch den dritten Platz in der Solar Challenge gewonnen zu haben. Mit diesem coolen Rad und wer sich jetzt vielleicht denkt, er will auch mitmachen, für den erkläre ich mal ganz kurz ein paar grobe technische Regeln, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein solarbetriebenes Fahrrad bauen wollt. Zum einen ist die maximal erlaubte PV-Fläche, die du während der Fahrt auf deinem Rad haben darfst, 2,5 Quadratmeter, das heißt nicht unbedingt besonders viel, aber ein guter Kompromiss zwischen Leistung und tatsächlich Gewicht auch, weil das Panel wiegt ja auch ein bisschen was. Außerdem die maximale Breite vom Gefährt darf maximal 1 Meter sein, also 100 cm, die dürfen auf gar keinen Fall überschritten werden. Deshalb hat sich das Sunman-Panel eben so gut angeboten, weil es genau 1 Meter breit ist. Und es ist auch das einzige Solarpanel, was genau diese Maße hat. Ein weiteres ganz wichtiges Limit ist Speed, in dem Fall am Barfang. Das darf nicht über die Programmierung vom Barfang auf 45 km/h reguliert sein, sondern über die Übersetzung. Deshalb habe ich mich auch für das 36er Kettenblatt entschieden. Ansonsten hätte ich das vermutlich nicht gemacht. Aber du rechnest, um das eben zu errechnen, mit einer RPM von ca. 100 beim Barfang BBS 02. Und das kannst du in einen Kettenrechner eingeben. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einmal durchkalkulieren, wie viel dein Topspeed ist bei eurer Narbe, eurer Übersetzung, Kettenblatt und dem Barfang eben. Super interessant, aber war eine ganz schöne Herausforderung, das bei mir einzuhalten. Außerdem war besonders an dieser Alpen Edition eben, dass die Regulierung von der Batterie weg war. Weil normalerweise ist das Limit für Batteriekapazität bei 1100 Wattstunden und dieses Mal, weil die durchschnittliche Leistung, die man vom Motor pro Tag gebraucht hat, ca. 1400 Wattstunden war, war dieses Jahr kein Limit und so konnte ich meine 2 Kilowattstunden Batterie eben überhaupt erst nutzen und genehmigt bekommen. Die ganze Regulierung war aber nicht unbedingt von Vorteil für mich, denn ich habe einfach 8 Kilo Akkukapazität mitgeschleppt und ich war gerade mal einmal unter 25%, das heißt, ich hätte schon mal einen weglassen können. Und ich war zweimal nur unter 50%, was heißt, ja, man hätte darauf verzichten können, auf die zwei Akkus, also auf eine Kilowattstunde, hätte man runtergehen können, und das heißt nur 4 Kilogramm Akku. Im Nachhinein hätte ich das so gemacht, vielleicht 3, aber auf gar keinen Fall 4, weil 2 Kilowattstunden ist einfach überdimensioniert, gerade für die Superkondition, die wir da in Frankreich, Österreich, Schweiz, Slowenien, aber auch Italien hatten. Wir hatten wirklich Top-Wetter. Klar, es hat mal geregnet, aber es war ansonsten top. Eine weitere Regulierung, die wir hatten, war, dass Reflektoren überall sein müssen. Sowohl am Panel vorne und hinten, aber auch Speichenreflektoren. Und das Licht musste dauerhaft an sein. Das hat bei mir ca. roundabout 4 Watt gezogen. Aber fürs nächste Mal würde ich definitiv LEDs an alle Ecken machen. Die verlinke ich unten, die habe ich mir auch schon bestellt.
Die hatten andere Teilnehmer wie beispielsweise Hugo und Sibyl dran. Die ziehen jeweils 1 Watt und haben ca. 100 Lumen, sind also extrem stark. Und ja, das wäre noch ein Upgrade, das ich machen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ für euch. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, denn in Zukunft kommen ein paar sehr, sehr fette Solarprojekte auf euch zu. Und vergesst nicht, Mobivelo unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.